Wer Obst und Gemüse länger lagert und nicht wirklich weiß, wie man dies anstellt, riskiert, dass das entsprechende Obst und Gemüse schlecht und ungenießbar wird, bevor man es überhaupt verzehren möchte. Heute im Video zeigen wir euch 5 Wege, wie du deine gesunden Früchte und Pflanzen haltbar und frisch hältst, ohne wirklich viel dafür zu tun. Los geht's! Nummer 5. Bei vielen Früchten wirkt Feuchtigkeit wie ein Gift und fördert sogar noch den Zersetzungsprozess. Dies gilt aber nicht bei Gemüsesorten wie beispielsweise Brokkoli und Spargel. Diese Pflanzen bleiben mit etwas mehr Feuchtigkeit sogar länger haltbar und frisch. Wenn ihr das nächste Mal also Spargel oder Brokkoli kauft, scheut nicht davor, das entsprechende Gemüse zu Hause in ein kleines Wasserglas zu stellen. Ihr habt länger was davon und zudem sieht es doch einfach unschlagbar gut aus. Und die Nummer 4. Vor allem bei Obst kann es sehr wichtig sein, bei der Lagerung einige bestimmte Früchte voneinander zu trennen und gesondert zu lagern. Reife Früchte wie zum Beispiel Mangos, Tomaten oder Bananen geben den Stoff Ethylen ab, der andere Pflanzen wie Kartoffeln oder ganz gewöhnliche Äpfel schneller reifen und so letztendlich auch schneller schlecht werden lässt. Und jetzt sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 3. Auch wissen viele nicht, dass einige Gemüsesorten wie beispielsweise Tomaten, Gurken oder Paprikas nicht in den Kühlschrank gehören. Bewahrt sie lieber in einer trockenen Schale in der Küche auf, so könnt ihr sie tagsüber auch immer betrachten. Die Nummer 2. Eine weitere Möglichkeit, Obstsorten wie zum Beispiel Erdbeeren länger haltbar zu machen, ist das Platzieren von Papier genau unterhalb der Frucht. Es entzieht den Erdbeeren überschüssige Feuchtigkeit und sie werden garantiert nicht so schnell schlecht. Und last but not least die Nummer 1. Bei der Lagerung von Kartoffeln machen die meisten Menschen einen sehr entscheidenden Fehler. Diese sind besonders anfällig für Schimmel und ein guter Weg, diesem Phänomen aus dem Weg zu gehen, ist eine kühle und vor allem dunkle Lagerung. Wenn die Kartoffeln nämlich zu viel Licht abbekommen, produzieren sie Solanin, welches sich durch eine grüne Färbung bemerkbar macht und verdammt gesundheitsschädlich ist. Na, wusstet ihr schon alles? Nein, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da und teilt das Video wie immer mit euren Freunden.